Hamburg ist das Herz des Nordens. Hamburg ist der Motor für Handel, Verkehr und Dienstleistung. Viele Unternehmen kommen in die Hansestadt, denn sie haben erkannt, dass Hamburg hohen Wert auf Nachhaltigkeit legt. In diesem Zusammenhang gibt es die Umweltpartnerschaft Hamburg, ein Bündnis zwischen Senat und Hamburger Wirtschaft. Die Umweltpartnerschaft lädt Hamburger Unternehmen zu freiwilligen Maßnahmen für mehr Energie- und Ressourceneffizienz ein. Durch die Einführung von Umweltmanagementsystemen, der Nutzung erneuerbarer Energien oder dem Programm Unternehmen für Ressourcenschutz unterstützt die Stadt Hamburger Betriebe mit Beratung, Know-how-Netzwerken und finanzieller Förderung. Klima und Umwelt sind dabei ein besonderer Aspekt. Verbrauchsarme Anlagen und hocheffiziente Technik leisten dazu einen entscheidenden Beitrag. Das Thema Energieeinsparung liegt ja jedem Unternehmer schon deshalb am Herzen, weil man stetig versucht, es seine Betriebskosten zu reduzieren. Und dennoch war es ein Themenkomplex, den ich lange vor mir hergeschoben habe. Animiert hat mich dann damals der Anruf des Herrn Lorenz Neumann vom Projekt Cevomobil. Und entscheidend war dabei für mich eigentlich die Neutralität der Kammer. Das Cevomobil ist ein Beratungsteam des Zentrums für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik der Handwerkskammer Hamburg. Parallel dazu bietet die Handelskammer mit den Energielotsen auch eine Vor-Ort-Beratung in Hamburger Unternehmen an. Dieser Service beider Kammern ist kostenlos und unabhängig. Darauf aufbauend ermitteln detaillierte Technikchecks vom Unternehmen für Ressourcenschutz die konkreten Einsparpotenziale und schätzen die Investitionskosten und Wirtschaftlichkeit ab. Eine Strahlungsheizung mit Dunkelstrahlern ist in Hallen eine energieeffiziente Alternative zur Warmluftheizung. Sie bietet neben staubfreiem Arbeiten auch die Möglichkeit, die warme Abluft durch eine Wärmerückgewinnung in Puffern zu speichern. Diese zurückgewonnene Energie wird zur Beheizung angeschlossener Büroräume genutzt. So reicht eine sehr kleine Therme zur Unterstützung aus. Im Jahr 2007 haben wir im Zuge der Erneuerung unserer Lackieranlage in eine Wärmerückgewinnungsanlage investiert, die aufgrund der zu hohen Amortisationszeit von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt gefördert wurde. Die Amortisationsdauer konnte dadurch auf 4 Jahre reduziert werden. Vor Installation der Anlage wurde das gesamte Luftvolumen von ca. 56.000 Kubikmetern pro Stunde auf 23 Grad Celsius erwärmt und nach Auswaschung des Spritznebels nach außen geleitet. Die gesamte Energie war dadurch verloren. Nach dem Umbau wird in einem separaten Rotationswärmetauscher die Wärme der aufgeheizten Abluft entzogen und der kalten Zuluft zugeführt, um diese zu erwärmen. Der Wirkungsgrad der Anlage liegt bei ca. 75%, was bedeutet, dass die Heizenergie zu 75% zurückgewonnen wird. Das Thema Wärme spielt natürlich auch für Produktionsprozesse eine Rolle. Bei der Herstellung von Verbandsmaterialien ergab der Austausch von energieintensiven Dampftunnelmaschinen gegen Thermofixierautomaten eine Energieeinsparung von 90%. Die Investitionskosten können durch eine Förderung des Programms Unternehmen für Ressourcenschutz minimiert und die Amortisationszeiten reduziert werden. Beleuchtung ist mit rund 11% Anteil am gesamten Stromverbrauch in Deutschland ebenfalls ein Bereich, in dem ein hohes Energiesparpotenzial durch umweltfreundliche Techniken steckt. Bewegungsmelder sind eine hervorragende Lösung für Bereiche, die nicht ständig genutzt werden. Zusätzlich ermöglichen intelligente Beleuchtungskonzepte eine verbesserte Ausleuchtung von Arbeitsplätzen. Bislang bei neuen Automobilen oder als Effektbeleuchtung zu sehen, die Leuchtdiode, kurz LED genannt. Sie setzt sich immer mehr auf sämtlichen Anwendungsfeldern für Beleuchtung durch. Mit ihr können bis zu 90% des Stromverbrauchs eingespart werden. Und das bei guter Lichtqualität. Gerade im Lebensmittelbereich erfordert die Warenpräsentation eine Beleuchtung mit möglichst geringer Wärmeentwicklung. Der LED-Einsatz empfiehlt sich daher insbesondere bei Kühlmöbeln. Kälteverbundanlagen, Wärmedämmung von Kühlräumen oder die Nutzung freier Kühlung sind zusätzliche Möglichkeiten, den Energieverbrauch für die Kälteerzeugung zu minimieren. Und im Büro? Als Dienstleistungsunternehmen unterschätzt man leicht, welche Einsparpotenziale in einem ganz normalen Büro gehoben werden können. Multifunktionsgeräte, Recyclingpapier, wiederbefüllbare Tonerkartuschen.
und Durchflussregler an Wasserhähnen, die die fließende Wassermenge konstant halten. Das sind nur einige Beispiele im täglichen Bürobetrieb. Mit solchen und ähnlichen Maßnahmen ist es auch für kleine Dienstleistungsunternehmen möglich, Umweltpartner der Stadt Hamburg zu werden. Die Umweltpartnerschaft ist für uns ein Netzwerk, um mit unterschiedlichsten Unternehmen über alle Fragen zur Umwelt zu kommunizieren. An dieser Stelle möchte ich nochmal besonders betonen, dass die Zusammenarbeit mit Unternehmen für Ressourcenschutz ausgesprochen zügig und kompetent verlief. Es ist uns eine Ehre, durch die umgesetzten Maßnahmen Umweltpartner der Stadt Hamburg zu sein. Auch in Zukunft bleibt es für uns ein wichtiges Unternehmensziel, Energie- und Ressourceneffizienz zu wirtschaften. Diese Ausrichtung ist für mich eine Verpflichtung gegenüber nachfolgenden Generationen. Leisten auch Sie einen Beitrag für nachhaltiges Wirtschaften. Nutzen Sie das Netzwerk von Unternehmen für Ressourcenschutz und der Umweltpartnerschaft Hamburg. Machen Sie mit. Wir freuen uns auf Sie.